Videoantwort für dich. Es geht um unser Winter-Setup, Schlaf-Setup. Also ich habe das vom Joe Prepper Beast gelernt. Da bin ich richtig begeistert. Das gebe ich gerne immer wieder weiter. Einfach so eine Baumarktplane. Wir haben Ostwind, eisigen Ostwind. Die Sonne geht gleich unter, da ist also Westen. Dann rollt man die Plane aus. Die Isomatte da rein. Und hat das mit einem Seil oder mit einer Schnur, Paracord, was auch immer, an den Löchern zusammengenäht. So, hier hinten rumgeklappt. So, dann den Schlafsack rein. Ich habe dann zum Beispiel auf der Oma-Radtour habe ich mir immer noch Blätter zusammengesucht und Gras, damit es noch ein bisschen weicher, noch ein bisschen isolierter wird. So, und fertig ist das Biwak. Da ich hier Knoten am Ende habe, kann das hier nicht durch. Dann kann ich hier einfach so zuziehen. Und ich gehe mit, bin mit Kleidung reingegangen, weil ich eben nur so eine dünne, dafür leichte Isomatte hatte. Ich habe vorher meine Unterwäsche getauscht, wo, wenn es ein bisschen verschwitzt war oder angeschwitzt war, und dann konnte ich mich hier hineinhüllen. Im Gegensatz zum normal aufgespannten Tarp, das raschelt ganz arg. Und auf die Art und Weise konnte ein starker Wind sein, weil ich so flach auf der Erde bin, war das dann ganz ruhig, konnte ich gut schlafen. Ein weiterer Vorteil ist von dieser Baumarktplane, zum Beispiel wenn jetzt wirklich Regenwetter wird, ich kann die Schuhe ans Fußende machen. Die Plane ist 3 Meter lang, aber mein Setup ist nur 2 Meter lang, also ist hinten Platz für Gepäck, Rucksack und alles. Und wenn es nicht so regnet, aber nur Regengefahr ist, habe ich hier einen weichen Zweig eingefädelt und habe dann so einen Bogen gebaut. Ich mache mal gerade vor. Etwa so. Dann ist Kondenswasser abgegangen, aber ich war noch geschützt. Und sobald dann angefangen hat zu tröpfeln, das hört man auf der Baumarktplane ziemlich gut, dann habe ich hier eingeknickt und das dann hier unten drunter geklappt und wieder zu. Ja, und am nächsten Morgen, da muss man sich halt auspellen und irgendwann auf einer Pause, wo es nicht regnet, muss man dann natürlich alles durchtrocknen. Aber das ist ganz normal wie bei jedem Biwak. Und dann trocken habe ich das hier in dem Sea to Summit 35 Liter Sack. Und wo es dann ganz kalt war, unter 6 Grad nachts, habe ich noch zusätzlich sowas angezogen. Und wie gesagt, Schichten. Wolle, 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 sage ich. Nierengurt aus Wolle, das aus Wolle, Unterwäsche aus Wolle, Jacke aus Wolle, 2 Mützen übereinander und dann, wo es ganz kalt war, noch eine Kapuze oben drüber. Ja, das zu meinem Schlaf-Setup. Wenig, budgetmäßig und taugt für alle Saison. Mit dabei habe ich dann noch eine Weithalsflasche, die kommt in den Schlafsack rein. Näheres dazu bei Gese. Ja, nee, also man braucht da nachts nicht raus und die ganze schöne Wärme rauslassen. Spiritus habe ich dabei für den Kocher. Und das kennt ihr ja alles von meinem Setup. Hier habe ich mein Set gemacht, einen Dosenkochtopf mit dem Trangia-Set, eine Tasse für zum Trinken, einen Baumtisch und halt ungefähr 2-2,5 Kilo Essen. Dabei sind 2 Dosen Thunfisch, Couscous und also Sachen, leckere Sachen. Wasser würde ich zu Fuß nicht in Flaschen nehmen, sondern in einer Trinkblase. In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Nacht und bis dann mal wieder auf meinem Kanal. Tschüss, Enno.